Vom Privatbrief zum Geschäftsbrief. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial über die Einführung von Geschäftsbriefe. Ja, was gibt es überhaupt für Arten von Briefen? Wir unterscheiden persönliche Briefe, private und geschäftliche Briefe. Persönlicher Brief kann zum Beispiel ein Liebesbrief sein, da muss man nicht unbedingt auf die DIN achten oder auf eine bestimmte Einteilung. Betreff wird man wohl auch nicht reinschreiben. Dann die Privatbriefe, die orientieren sich an die geschäftlichen Briefe. Zum Beispiel ein Bewerbungsschreiben muss nicht so aufgebaut sein wie in einem geschäftlichen Brief, aber man lehnt sich daran an. Man spricht hier auch von einem halb privaten Brief. Und zum Schluss haben wir noch die geschäftlichen Briefe, die einer bestimmten Normung unterworfen sind. Im Geschäftsbereich sind diese Briefe eigentlich immer alle ähnlich. Wir haben bestimmte Bestandteile für einen Brief, die gleichen sich. Und wir haben hier eine entsprechende Aufteilung. Beim halbprivaten Brief haben wir den Absender zum Beispiel rechts oben, der kann aber auch in der Mitte sein oder links. Zumindest sollte in der Kopfzeile angebracht sein, dass wenn der Brief mehrere Seiten hat, dass man dann entsprechend den Absender auf jeder Seite hat. Empfängeranschrift, Datum, Betreff, Anrede ist in der DIN 5008 geregelt. So werden diese Bestandteile verteilt. Und bei den Geschäftsbriefen, da haben wir jetzt eine bisschen andere Aufteilung. Da haben wir neu, dass der Absender einzeilig und ganz klein ganz oben geschrieben wird, also eine neue Absenderform. Die Empfängeranschrift hat sich auch leicht verändert. Neu ist der Informationsblock, der hier hinzukommt, wobei Absender, Empfängeranschrift und Informationsblock zusammengefasst in einer Tabelle dann auftaucht. Und nach dieser Tabelle geht es eigentlich ganz normal weiter wie im Privatbrief, also Betreff, Anrede, Brieftext und Grußformel. Danach ändert sich eigentlich nichts mehr. Nach der Grußformel haben wir dann einen bestimmten Briefschluss, das heißt, die Firma wird hier nochmal genannt und unter der Firma haben wir Platz für die Unterschrift und unter der Unterschrift wird der Name genannt, der hier unterschreibt. Und ganz unten in der Fußzeile können noch zusätzlich die Geschäftsangaben folgen. Schauen wir uns mal die neuen Bestandteile etwas intensiver an. Wir haben hier also links den Privatbrief, so war es früher aufgeteilt. Der Absender Sun Solartechnik ist praktisch der Absender und da, wo der Brief hinkommt, das beginnt dann in der vierten Zeile und dieser Absender ist jetzt in der allerersten Zeile zu finden, in einer 8-Punkt-Schrift, ganz klein, so dass er im Fensterkuvert beim Brief noch sichtbar ist. Dann die Empfängeranschrift. Die beginnt entweder in der Zeile 5 oder wir richten eine entsprechende Tabelle ein und im zweiten Feld haben wir dann Platz für die entsprechende Empfängeranschrift. Dann der Infoblock. Der Infoblock steht rechts neben dem Empfängerfeld. Hier ist er. Und der enthält entsprechende Angaben, Ihr Zeichen, unser Zeichen, dann Kommunikationsangaben, also Name, wer ist an dem an den untergenannten Telefon-, E-Mail-Bereichen erreichbar und ganz unten kommt dann noch das Datum. Schauen wir uns mal den im Infoblock genauer an. Hier haben wir zum Beispiel Ihr Zeichen, Ihre Nachricht von. Dieses Kürzel setzt sich daraus zusammen. Der erste Teil ist der Verfasser. Und der zweite Teil ist der Schreiber des Briefes. Und der Verfasser und der Schreiber des Briefes hat eine Abkürzung, die besteht aus dem Vor- und Nachnamen in Kleinbuchstaben. Also R.A. Roland Angermeier zum Beispiel könnte dieser Name sein. Jedenfalls hat praktisch jeder in der Firma, der sich mit der Korrespondenz beschäftigt, ein Namenskürzel. Ihre Nachricht vom würde sich darauf beziehen, dass wir auf einen Brief antworten.
Wenn das nicht der Fall ist, bleiben also diese beiden Felder leer. Dann bei unser Zeichen, da müsste jetzt zum Beispiel bei Stefan Kammen ein SK hin. Wenn ich ihn selbst formuliert und geschrieben habe, reicht das. Wenn ich ihn diktiert habe und jemand anders hat ihn geschrieben, dann habe ich eben wieder zwei Bestandteile mit einem Mittelstrich getrennt. Und unsere Nachricht vom, das würde sich praktisch auf eine Korrespondenz beziehen, die im Vorfeld von uns schon ausgegangen ist. Und das wäre dann der zweite Brief, den wir hier geschrieben haben. Meistens ist es nicht der Fall. Wir schreiben einen Brief, den allerersten, und dann ist auch dieses Feld leer und wir haben dann nur unser Zeichen. Nächstes Feld, wie gesagt, ist der Name. Wir benutzen dieses Feld dann gern, dass wir unseren Namen hinschreiben können, dass wir bei den Ausdrucken entsprechend die Briefe zuordnen können. Und darunter kämen dann die Angaben, die praktisch sich auf den Namen beziehen, der dann erreichbar ist. Hier muss man aufpassen auf die entsprechende DIN-Norm. Die Telefonnummern in der jetzigen DIN 5008, hier schreibt man die Vorwahl zusammen. Man trennt durch ein Leerzeichen die Rufnummer ab und falls noch eine Durchwahl dabei ist, dann nimmt man dann Mittelstrich her und dann kommt die Durchwahl. Auch aufpassen bei der E-Mail und bei der Webseite, wie man das entsprechend schreibt. Und zum Schluss haben wir noch das Datum. In der jetzigen DIN kann man wieder diese Schreibweise verwenden. Vorher hat man ja die europäische Schreibweise, wo man die Jahreszahl praktisch zuerst nennt und dann den Tag zum Schluss. Ja, kommen wir zum Briefschluss. Was hier neu auffällt, ist, dass wir hier jetzt die Firma genannt haben. Und nach drei Leerzeilen kommt nochmal der Unterzeichner. Und falls notwendig im Brief, also falls in dem Brief was beigelegt ist, ein Katalog, ein Flyer oder ein Lebenslauf, dann führt man das entsprechend auch auf. Und wenn es mehrere Teile sind, dann sind es natürlich Anlagen. Hier aufpassen bitte, wenn es jetzt zwei Sachen sind. Und wie gesagt, aufpassen. Nach dem freundlichen Grüßen eine Leerzeile, dann kommt der Firmenname. Nach drei Leerzeilen kommt der Unterzeichner. Und hier in der Mitte hat man dann entsprechend Platz für die Unterschrift. Manche haben eine sehr krakelige Unterschrift. So ist es hier wichtig, dass halt der Unterzeichner hier nochmal namentlich genannt ist, also maschinenschriftlich, dass man das auf alle Fälle lesen kann. Ja, Unterschrift. So, in der Fußzeile kann man noch Folgendes machen, dass man hier entsprechende Geschäftsangaben angibt, die vielleicht im Infoblock noch keinen Platz hatten oder nicht aufgeführt wurden. Und hier kann man entsprechende Ergänzungen vornehmen.